Omone. Willkommen im Molyneux. Willkommen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde diese heutige Partie zusammen mit Frank Buschmann kommentieren. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Sie sind natürlich stark in die neue Saison gestartet. Danke schön. Direkt mit einem Sieg losgelegt. Und wenn heute Nummer 2 folgt, dann sind sie auf einem sehr guten Weg zu einer erfolgreichen Saison. Ach schon. Und genauso werden die heute auftreten. Schlagschad. Und da ist der Ball wieder weg. Schönes Zuspiel. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Oh. Oh, oh, ey. Oh, Bucky. Der wäre sonst drin gewesen, oder? Ich hätte es wahrscheinlich auch reingemacht. Wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Scheiße, musst du mitlaufen. Dann war ich einen Schritt zu spät. Schön. Da ist der Ball weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ja. Gute Aktion. Ist abseits. Abseits. Hat das Timing nicht gestimmt. Mann, 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 Mann. Gut gesehen. Sie geht dazwischen. Oh, Schade. Klasse Zuspiel. Gute Idee, dieser Ball. Klatsch. Boah. Muss Einwurf geben. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. Jetzt können sie flanken. Nein. Stark verteidigt. Sorry. Jetzt sind sie am Ball. Das könnte was werden. Ball wieder zurück. Jawohl. Schön. Jetzt haben sie den Ball verloren. Schön. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Aber dann ist der Ball doch weg, war nicht entschlossen genug. Die Gelegenheit, um zu flanken. Situation weiter immer noch gefährlich. Der geht vorbei mit dem Dreh. Nee. Sie suchen die Lücke. Könnte die Führung werden. Boah, Schwanger. Wieder im Aufschlag, wieder Ecke. Der Ball kommt rein. Schön gemacht. Schön. Ball weiter im Spiel. Ballgewinn, gefährliche Position. Glanzparade, ja. Boah. Oh, Blei. Sie probieren es wieder so. Da ist schon wieder der hier. Ecke kommt in die Mitte. Der Ball kommt rein, aber der Torhüter kann ihn abwehren. Es bleibt ja am Tor stehen da hinten. Die Chancen sind da, keine Frage, aber sie machen.
machen zu wenig draus und das muss natürlich besser werden. Da ist der Ball weg. Ja. Den Zweikampf führt er sehr gut. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Stark. Ja, das sieht gut aus. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Oh, echt. Zieht einfach mal ab. Blockt den Schuss erstmal ab. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Du musst das mit der Linie aufpassen. Der Ball ist oh, shit. Das riecht hier nach einer Überraschung. Können Sie die Führung halten? Und damit ja gut, das war jetzt aber auch mehr als verdient. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Na, super. Gut aufgepasst, da kommt der an den Ball. Habe ich den Kauf aber geschickt. Der was? Der nimmt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. In den freien Raum. Gute Aktion. Ja, 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 ja. 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 Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Nochmal dieses Tor in der Wiederholung. Erst der Steilpass. Und dann geht der Ball ins kurze Eck, das ist clever gemacht, weil da eben nicht jeder mit rechnet. Alle denken, sie zieht aufs lange Eck, aber nichts da. Gute Aktion. Schön. Jetzt die Hereingabe. Schön. Die Nachspielzeit wird da angezeigt, eine Minute. Ganz stark gemacht, das gibt uns Gelegenheit. Ja, ich glaube, dass das ganze Spiel schon eben war ja auch fast zu spät. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir so voll sind. Aber bei mir ist wieder alles sehr, sehr spät. Boah, Dennis, du leck mich am Arsch. Super Pass! Gefahr bereinigt. Gute Aktion. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Also hinten aufpassen auf die Linie. Diesen Läufen, wenn du da zu nah am Torwart dran stehst und auf der einen Seite werden unsere Bemühungen ausgehebelt, dann kommt so ein Pass und dann bist du blank. Bist du alleine. Und der Ball ist dann meistens auch nicht in deiner Nähe, sondern bei dem Gegner. Gucken mit Dom oder so auf einer Linie zu kommen. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Erstmal dazwischen gegangen hier. Jetzt ist die Kugel weg. Ein super Trick und der klappt auch noch. Jetzt müssen Sie aufpassen. Tja, wo ist sie jetzt, die Lücke? Wo ist sie, die Chance? Das ist bitte. Klasse, wie Sie das da machen. Weil, Scheiße. Hören. Ah, der Jens kreischt wieder rein. Ah. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Nächste Stelle ein Klasse-Keeper. Ecke kommt. Erstmal geklärt. Auslaufen, rauslaufen, Gönni, raus. Hören. Gute Aktion.
Sie spielen steil, gefährlich. Müsstest du ihm sagen, der bleibt auch nur stehen. Schön gespielt. Guck mal, wo er steht. Immer mal auf dich, nicht auf die anderen. Egal, was die anderen machen, mach das, was du für richtig hältst. Ja, gut. Vorne jetzt die Ballerobo. Spielt den Ball. Boah. Ist er da? Einwurf. Super Ball. Ich war gerade auf dem Weg dahin. Ist sie gerade ganz sicher vom Rückstand bewahrt mit dieser Superparade. Stark gemacht, das Abseits. Ah, schießt. Ja, abseits, genau richtig. Die Fahne ging sofort hoch, hätte nicht gezählt und ich glaube, das ist absolut korrekt so. Super Pass jetzt. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Oh, als ich gedrückt habe, war der Michel noch da. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Die Chance. Und oh, nee. Stark gemacht. Ich stehe doch fast davor, ich drück doch B. Hebt der Huf nicht rein. Erstens nicht B drücken, zweitens standest du nicht an dem Gegenspieler. Jetzt steht's hier zwei, nee, aber in der Linie praktisch, zwischen Ball und Gegenspieler. Ja, wichtig ist, glaube ich, das, was Dom sagt, dass man da nicht B drückt. Ja, guter Pass. Damit nimmst du dich ja selbst aus dem Spiel. Bei B ist auch das Problem, dass wenn du dann an den Ball kommst, der versucht auch dann sich irgendwie komisch zu drehen und den nee, zu klären. Das ist Schussblocken. Er hebt den Fuß raus nochmal. Ja, das ist ja eine alte Diskussion. Die Flanke blocken praktisch. Schön. Ne? Klasse Pass. Und dann kommt doch noch dieser Ballverlust bei diesem Steilpass. Ist es das hier? Jawohl. Flanke blocken oder Pass blocken ist LT. Es gibt keine Taste Passblocken. Ja, das sagen ja immer alle, aber das glaubt Gunni ja nicht. Sorry übrigens gerade, Theo, ich habe dich im Augenwinkel gesehen und du sahst aus, als würdest du komplett steil gehen. Und deswegen habe ich den Ball dahin gespielt. Da hat die Kraft gefehlt. Das Doppelherz. Oder das? Läuft doch zwei Herzen, ja. Die Werbung. Schön gesteuert. Guck, geblockt mit B. Das war B. Ich hab B gedrückt, ja. Der Spieler blockt den Ball ab. Das ist so, wenn man mit der holländischen Version spielt, da ist halt B verlockert. Ach Mann, da bin ich doch. Schön. Scheißdreck. Werner Jens, gut aufgepasst. Das frühe Stören jetzt. Auf die Drücken. Nee. Na, das Schwein gehabt. Muss ich den Gunni wieder mit. Boah. Shit. Shit. B gedrückt, ne? Nee, stehen geblieben. Ich gar nichts, nee. Nee, gar nichts gedrückt. Ah, ich wusste, es ist die holländische Version. Die ist ganz anders. Spielstand lautet hier also 3 zu 2. Schlecht, sorry. Das ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ballgewinn, gefährliche Position. Ist beim Dom SB was ganz anderes, der kommt da so reingeflogen. Sie verhindert hier die Chance, aufgepasst. Oh! So. Sie erhalten den Elfmeter kurz vor Spielende, das ist die Gelegenheit, hier endgültig für die Entscheidung zu sorgen.
Keine Frage für mich. Ball ist nicht drin. Was für eine Parade. Zwei ein Zeichen. Liebe Was? Gott. Jetzt die Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Kein Tor. B gedrückt. Sie den Ball gerade noch ab. Jetzt erzähl ich dich nicht an zu schießen. Ich drücke immer nur Y. Kommt jetzt die Flanke? Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Flanke kommt in die Mitte. Boah. Ach, Torwart, ey. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Jawohl, hin. Lange ist hier. Gelegenheit geben. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, schwache Ball hier. Ja, 2 Minuten schön. Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Ach, schau. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. Ja, klar. Schade. Und damit war es das für heute. Schlusspfiff. Die Gastgeber haben also verloren. Denkbar knapp verlieren sie hier, das wird sie ärgern. Man hatte so den Eindruck, da war mehr drin. Das wissen sie natürlich auch. Ich glaube, im nächsten Spiel treten sie wieder an. ...20:2 Schüsse. Dann ist das doch leicht verdient. Also Günni, ich weiß das auch nicht besser. Ich kann dann nur das weitergeben, was ich gelesen habe und auch das, was andere Leute immer sagen, auch hier im Verein.